Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Rome 2 Total War bei der What is your Profession Challenge? Das klingt so cool irgendwie, ne? Profession Challenge. Voll gut. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen. Die letzten Parts waren, glaube ich, etwas ruckelig. Und es gab ja jetzt fast eine Woche Pause. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber ich hatte sehr viel um die Ohren. Ich musste eine Hausarbeit fertig machen, eine mündliche Prüfung hatte ich und dann musste ich noch etwas anderes vorstellen. Ich kam wirklich überhaupt nicht dazu, überhaupt zu zocken. Deswegen an der Stelle seht's mir nach. Aber genau. Ich würde sagen, What is your profession challenge? Wir wollen ja die ganze Welt erobern, nur mit Sparta. Und wir dürfen bestimmten Griechen keinen Krieg erklären. Ich habe das da leider hinter meinem Fernseher versteckt. Ja, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir dürfen nur mit hellenischen Fraktionen irgendwie Diplomatie betreiben. Wir haben hier das Problemchen, dass Athen nach wie vor nicht unser Verbündeter werden möchte. Aus irgendwelchen mir euch Weisheit, unerfindlichen damit ihr mich mit Gründen. Klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt. Seid willkommen. Ich bin fast beeindruckt, wie gut ihr im Namen eures Volkes gesprochen habt. Nun spreche ich für mein Volk. Nein. Nun spreche ich für meins. Nein. Jetzt, Mann. Ich habe zugehört und nachgedacht. Ich werde nichts weiter äußern als eine äußerst höfliche Ablehnung. Ja, alles klar. Diese Worte bringen meinem Herzen Freude und meiner Seele Gut. Hoffnung. Vielen Dank. Ganz ehrlich, ich wollte dieses Scheißbündnis endlich haben. Denn dadurch erfüllen wir endlich unser verfluchtes Ziel. Ach nee, warte, hatten wir das schon? Oh, bin dumm. Oh, ich hätte mir die letzten paar zumindest mal kurz zusammen schauen müssen. Naja, egal, jetzt haben wir auf jeden Fall Athen als Verbündeten. Wir haben zwar ein bisschen dadurch hingeblecht, aber wir sind jetzt nicht so wahnsinnig abhängig vom Geld. Für das nächste Ziel, das wir hier haben, und diese Ziele erfüllen wir nur wegen des Geldes. Ziel des Pax in Parabellum, also wer Frieden will, muss sich auf Krieg vorbereiten. Wir sollen 60 Einheiten unterhalten. Im Moment haben wir gerade mal die Hälfte. Also hier Fullstack und hier 14. Gut. Dann unterhaltet mit insgesamt 10 Einheiten dieses Typs spartanische Hopliten. Im Moment haben wir 9. Das wird sich. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nicht vielleicht direkt hier, aber so generell. Ach, cool. Ja, warte mal. Dann, Speer, ja, Speere hier, bumm. Ich weiß, dass hier ist unser Akrotatus, ne? Das ist unser Basileus, unser König. Und wer ist das? Tyrannion? Ist das unser Sohn oder irgendwie unser Kind? Ja, ist er. Okay, dann können wir ihn ja tatsächlich, ich würde hier drauf gehen, einmal aufgrund der höheren Bewegungsreichweite. Die möchte ich nämlich weiter verfolgen. Dann können wir um fast ein Viertel weiter laufen als bisher. Das ist geil. Machen wir so. Und dann werden wir das natürlich auch noch weiter vorantreiben. Im Moment ist er... Weiß es nicht. Das ist ja scheinbar auch unser Sohn. Das ist, glaube ich, nicht so. Ach, ich glaube, den hatten wir adoptiert, oder? Aufzeichnung, wartet. Jägerstratege. Charakterentwicklung. Wenn ich das hier wiederfinden überhaupt, das ist auch nochmal so eine Sache. Vermutlich werde ich das im Leben nicht wiederfinden. Ist auch egal. So, wir können ihn auf jeden Fall leveln. Das ist gut.
Die Skordiskar. Ach ja, genau, mit den Skordiskar sind wir im Krieg, weil sie uns Navissos weggeschnappt haben und das wollten wir uns da nicht bieten lassen. Nächste Runde geht's dann los nach Singidunum. Das nehmen wir dann ein. Und Segestia und Aquincum, also die beiden, glaube ich. Das müsste Segestia sein. Und doch, hier die. Ja, doch. Malva, sagen wir, Getusa wird das hier sein und Petrodava das hier. Ja, okay. Okay. Schön fetter Fluss hier zwischen, cool. Genau. Pergamon. Wir können ja nichts dafür, wenn unsere, also ich meine, das ist nicht von der Challenge eingeschlossen, dass wir die anderen nicht vernichten lassen können. Das heißt es, glaube ich, nicht. Gut, okay. Genug gequatscht. Hier sehen wir Sachen. Wir sollten unsere Nahrung so ein bisschen aufsparen. Noch nicht so verpulvern. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir weiter agieren. Unsere Nahrungsmittelversorgung müssen wir dann weiter fördern, indem wir... Das ist unser Problem. Wir dürfen ja nur mit... Nur Handel treiben mit Helene. Das Problem ist, mit die einzigen, mit denen wir handeln können, sind halt die Athener, weil wir in Sparta keinen Hafen haben. Das ist halt ungünstig. Also müssen wir unsere Wirtschaft, unsere Gebäude einerseits auf Nahrung, andererseits eben auch auf Wirtschaft und Einkommen auslegen. Thrakien, da generieren wir gerade gar keinen Wohlstand, weil sie von Steuern befreit haben, weil die öffentliche Ordnung noch im Arsch ist. Instabilität der Provinz, 14 Runden. Gut. Also in ein paar Runden werden wir wieder Plus machen und das wird wichtig sein. Die können jetzt noch nicht sofort raus. Macht aber nichts. Gut. Okay. Ich würde sagen, beenden wir die Runde. So ist das ja immer. Ja. Wir hatten nur zwei Armeen, ne? Wir hatten einmal die Spionen. Warum will ich sie da zurückziehen? Das liegt selbst jenseits meiner beachtlichen Talente. Keine Ahnung, was. So, ich lauf dann mal rüber. Gaiane. Genau, dadurch generieren wir hier mehr Geld mit dir. Das ist super. Warte, aber du bist doch auch eine, die Forschungsrate, ja. Nee, du förderst keinen. Doch, du förderst die kulturelle Konvertierung. Ich würde fast sagen, schicken wir sie nach Epidamnos. Wobei, nee, nach Navissos. Also, hier so hin. Ja, dann sorgt die für eine schnellere kulturelle Konvertierung. Denn das wird auch noch ein Problemchen sein für uns. Das wird für uns noch ein kleines Problemchen darstellen. Gut, was ich gerade noch machen wollte, war unseren Sohn hier einmal zu... Ah nee, warte, das wollte ich befördern hier. Beförderung sichern. Zack. Nikanor. Ah ja, okay. Ärmliche Herkunft. Warum ärmliche Herkunft? Ich dachte, das wäre auf jeden Fall unser eigener Sohn. Er ist nicht verheiratet. Warum kann ich ihn noch nicht verheiraten? Okay. Beenden wir die Runde und schauen, was als nächstes passiert. Oh, wie ich gerade gesehen habe, wir haben hier, ich glaube, plus 4 durch die Aufstellung unserer... Ja, gut, komm.
Kann uns egal sein, ob die Kuschis gegen Ägyptenkrieg führen oder nicht. Das ist ja wurscht und wir müssen unseren diplomatischen Ruf auch bewahren. Und wie ich sehe, hat unsere Spionin gerade den Angriff eines gegnerischen Spions überstanden. Und sogar ihn verwundet. Yeah, die bronzenen Bären. Ja. So, wir marschieren und zwupp. Ja, die haben nichts. Die haben dann nichts. Nichts, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Und tot. Die Skordiska wurden vernichtet. Zack. So, jetzt brauchen wir das Geld, um das alles umzubauen. Das können wir nicht verwenden. Das könnten wir zwar verwenden, aber das Zeug zieht sehr viel Nahrung. Also weg damit. Und hier würde ich sagen, Bibliothek ist nichts Verkehrtes. Fördert hier irgendetwas? Das fördert die öffentliche Ordnung. Das insbesondere, dann sind die Leute ja glücklich. Durch Unterhaltung. Das senkt die öffentliche Ordnung. Das ist nicht so schön. Senkt die öffentliche Ordnung. Senkt die öffentliche Ordnung. Nee, komm. Dann mit der Nahrung. Mit der Nahrung können wir zurechtkommen. Und da hier der Platz dann frei sein wird. Wir beziehen da ja jetzt gerade nichts von. Können wir ja auch nicht umbauen oder so. Wir können es nur abreißen. Also reißen wir das Ding ab. Ich glaube, das reißen wir auch ab, ne? Dadurch können wir vielleicht irgendwas für die Nahrung reinhauen und dann auf jeden Fall einen Tempel. Für die kulturelle Konvertierung. Siehst du, Aquincum Segestia, sage ich ja. Und hier ist Saramizegetusa. So. Ja, in die Richtung würde ich auch erstmal weiter expandieren wollen. Schnell und lautlos wie ein Schatten. Iraviska. Haben die da? Also nicht so viel Tolles. Die Yada wären auch langsam mal gut, wenn wir die ausschalten würden. Dann würde ich vorschlagen, wir die. Hier haben wir einige spartanische Hopliten. Yay. Ich würde sagen. Wir brauchen gute Kämpfer. So. Einer geht noch? Nein, kein Geld mehr. Schade. Dann haben wir fast eine Fullstack-Armee und dann können wir die platt machen. Wieso will ich die unbedingt platt machen? Ich will die unbedingt platt machen. Weil mich das einfach abnervt. Wenn andere Kulturen noch in unseren Provinzen sind, dann werden diese Kulturen halt auch mit gefördert. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Larisa kann immer noch weiter fortgebaut werden. Fortgebaut, ja. Ausgebaut werden. Das ist. Rhodos. Also wir sehen Rhodos doch. Also können wir mit denen jetzt. Nee. Angeblich sehen wir Steppenhorde. Aha. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so eine Fraktion gibt. Okay. Ah ja. Mit niemandem handeln, ey. Wir können mit niemandem handeln. Weil es muss eine Verbindung, direkte Verbindung zu unserer Hauptstadt sein. Und das ginge halt nur über Athen. So zu. Daher keine Handelsmöglichkeiten mit anderen Fraktionen. Das wird schwierig. Was erforschen wir? Ah, wir sinken nochmal unsere Unterhaltskosten für die Armee. Das ist super.
Okay, dann beenden wir die Runde. Wir haben gerade eh kein Geld mehr. Schauen wir mal, wie es weiter läuft. Ach, die habe ich vergessen. Ah, Mist. Bedürfnis nach Kavallerie. Ich habe kein Bedürfnis nach Kavallerie. Keine Ahnung, das ist völlig egal, was wir auswählen. Militärsiedlung. So, hier hätten wir Verstärkung, eine erhöhte Verstärkungsrate. Ja, momentan überhaupt kein Bedarf nach einer Flotte tatsächlich. Oder haben wir die? Nee, eigentlich nicht. Hier hätten wir einfach so plus 3 Nahrung und ja. Wohlstand durch Kultur. Yeah. Baukosten für Tempel. Natürlich auch geil. Aber ich glaube, würde tatsächlich für die Nahrung würde ich die ganz gern einsetzen. So. Nur noch 8. Das ist nicht so viel. So, griechische Ballisten wären auch cool. Oder ein unterirdisches Aquädukt. Unterirdischer Aquädukt? Der Aquädukt? Ich dachte, das heißt das Aquädukt. Wobei ich auch dem Spiel durchaus zutrauen würde, an manchen Stellen falsch übersetzt worden zu sein. Also, so ist ja nicht. Ja, mal gucken. Überprüfe ich nochmal. Geweihten Boden bauen wir schon. Ja. Warte, wie sieht das denn aus bei den Eraviskern? So, was habt ihr? Ihr habt einfach nur ganz viele Feinde, die Lugia. Aha, ihr habt auch noch mehrere weitere Provinzen. Aber scheinbar mögt ihr die Broiki. Beziehungsweise die Broiki mögen euch. Mit den Sklaven seid ihr im Krieg und mit den Apuliern. Und die Apulier sind hier. Also könnten wir uns. Ah nee, wir dürfen nicht. Wir dürfen keine Diplomatie betreiben mit anderen. Ja, sonst hätte ich nämlich gesagt, wir schauen mal, ob wir uns mit den Apuliern gut stellen können. Und sagen, wir bieten denen Beitritt in dem Krieg an für Geld, damit wir an Geld kommen. Und dann greifen wir die halt an, weil wir sie eh platt machen wollen. Aber gut, dann hat sich das natürlich erledigt. Ach. Minus 9. Ja. Ja. Wir müssen uns halt mit dem Ausbau ein bisschen zurückhalten. Unverwüstliche Schilde. Ah, ja. Pulpleber. Ey. Plus 5. Ey. Cool, dann kann ich hier die Stadtprovinzen wieder aktivieren. Dann sind wir bei 0. Aber wir machen Geld dadurch. Aber wir machen auch Minus Nahrung. Was? Nicht jetzt. Minus. Ach, verdammt. Ja. Gut. Dann kann ich hier auch nichts weiter ausbauen. Oder sollte ich zumindest nicht. Noch nicht. Ich glaube, Navissus werde ich weiter ausbauen. In der nächsten. Nee, in 2 Runden wird es sein. Dann bauen wir hier. Ja, sowas wie eine Getreidegrube, bloß halt, ich glaube so ein Hof. Hof wäre ganz gut. Dadurch hätten wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Einnahmen und Nahrung. Mehr Nahrung, ja.
Navissus wird dafür langen müssen. Und nächste Runde wird es dann einen Krieg gegen die Iada geben. Solange die noch so angeschlagen sind, wisst ihr? Noch ziemlich angeschlagen, ja. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.